darf die Trauzeugen nach vorne bitten und sie alle bitten, dann sich zu erheben. Und dann wird's ihr Versprechen kommen. Ja, liebes Brautpaar Lukas und Magdalena, sind in dieser entscheidenden Stunde ihres Lebens nicht allein. Sie sind umgeben von Menschen, die ihnen lieb und wichtig sind. Sie sind umgeben von Menschen, denen sie beide wichtig sind. Und sie sind verbunden mit der Kirche Gottes. Sie dürfen darauf vertrauen, dass Gott bei ihnen ist. Er ist der Gott ihres Lebens und ihrer Liebe. Er heiligt ihre Liebe und er vereint sie zu einem untrennbaren Lebensbund. Und bevor sie einander gleich das Ja-Wort geben und bevor ihre Eheringe gesegnet werden, frage ich sie beide vor ihren Trauzeugen und vor der ganzen Gemeinde, ob sie zu einer christlichen Ehe entschlossen sind. Und so frage ich sie, Lukas, sind Sie hierher gekommen, um nach reiflicher Überlegung und aus freiem Entschluss mit Ihrer Braut Magdalena den Bund der Ehe zu schließen? Ja. Wollen Sie Ihre Frau lieben und achten, ihr die Treue halten, alle Tage Ihres Lebens? Ja. Magdalena, so frage ich auch Sie. Sind Sie hierher gekommen, um nach reiflicher Überlegung und aus freiem Entschluss mit Ihrem Bräutigam Lukas den Bund der Ehe zu schließen? Ja. Wollen Sie Ihren Mann lieben und achten und ihm die Treue halten, alle Tage seines Lebens? Ich frage Sie beide, sind Sie beide bereit, die Kinder anzunehmen, die Gott Ihnen schenken will, und sie im Geiste Christi und seiner Kirche zu erziehen? Ja. Sind Sie beide bereit, als christliche Eheleute Mitverantwortung in der Kirche und in der Welt zu übernehmen? Ja. Sie beide haben Ihre Bereitschaft zu einer christlichen Ehe bekundet. Bevor Sie gleich einander das Ja-Wort geben, wollen wir Ihre Ringe segnen. Herr und Gott, du bist menschlichen Augen verborgen, aber dennoch in unserer Welt zugegen. Wir danken dir, dass du uns deine Nähe schenkst, wo Menschen einander lieben. Segne diese Ringe und segne die Brautleute Magdalena und Lukas, die diese Ringe als Zeichen ihrer Liebe und Treue tragen werden. Lass in ihrer Gemeinschaft deine verborgene Gegenwart unter uns Menschen sichtbar werden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Die Kinder sind eingeladen, nach vorne zu kommen, wenn die beiden jetzt heiraten. Dann seht ihr auch was. Kommt mal ruhig nach vorne. Dann dürft ihr euch hier auf die oberste Stufe stellen. Und wenn ihr allein nicht traut, ihr darf Mama auch gerne mitbringen. Ne? Dürft euch ruhig hier oben hinstellen. Ne? Magdalena und Lukas, so schließen Sie jetzt vor Gott und seiner Kirche den Bund der Ehe, indem Sie das Ja-Wort sprechen und dann einander den Ring der Treue anstecken. Lukas, ich frage Sie vor Gottes Angesicht, nehmen Sie Ihre Braut Magdalena an und versprechen Sie, die Treue zu halten in guten und in bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit und sie zu lieben, zu achten und zu ehren, bis der Tod Sie scheidet, dann sprechen Sie Ja. Ja. Nehmen Sie den Ring, das Zeichen Ihrer Liebe und Treue, und stecken Sie in die Hand Ihrer Braut. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Okay. Ja, ist gut. Magdalena, ich frage auch Sie vor Gottes Angesicht. Nehmen Sie Ihren Bräutigam Lukas an als Ihren Mann und versprechen Sie, ihm die Treue zu halten in guten und in bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, ihn zu lieben, zu achten und zu ehren, bis der Tod Sie scheidet, dann sprechen Sie Ja. Ja. Nehmen Sie den Ring, das Zeichen Ihrer Liebe und Treue, und stecken Sie an die Hand Ihres Bräutigams im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So reichen Sie einander die rechte Hand.
Magdalena und Lukas. Gott, der Herr, hat sie beide als Mann und Frau verbunden. Er ist treu. Er wird zu ihnen stehen. Und das Gute, was er mit ihnen und in ihnen begonnen hat, wird er auch vollenden. Und im Namen Gottes und seiner Kirche bestätige ich den Ehebund, den sie beide geschlossen haben. Und sie beide als Trauzeugen, die ganze Gemeinde nehme ich zu Zeugen dieses heiligen Bundes. Denn was Gott verbunden hat, das soll der Mensch nicht trennen. Amen. So wollen wir Gott um seinen Segen bitten für sie beide. Lasst uns beten, Schwestern und Brüder, zu Gott, unserem Vater, und ihn um seinen Segen bitten für dieses Brautpaar Magdalena und Lukas. Er möge mit seiner Hilfe immer bei ihnen sein, die er heute vereint hat im heiligen Ehebund. Heiliger Vater und Schöpfer der Welt, du hast Mann und Frau nach deinem Bild geschaffen und ihre Gemeinschaft gesegnet. Wir bitten dich für Magdalena und Lukas, die sich hier vor deinem Altar im Sakrament der Ehe verbinden. Dein reicher Segen, Herr, komme auf die beiden herab. Und die Kraft des Heiligen Geistes stärke ihre Liebe zueinander. Lass sie mit Kindern gesegnet sein, zu ihrer Freude und zur Freude deiner Kirche. Gib ihnen die Gnade, dich in frohen Tagen zu loben, bei dir Trost zu finden in der Trauer, deine Hilfe zu spüren in der Not und bei all ihrem Tun deine Nähe zu erfahren. Steh ihnen bei, damit sie dir in der Gemeinschaft der Kirche danken und in der Welt Zeugnis von deiner Liebe geben. Gib ihnen ein erfülltes Leben mit ihren Verwandten, Freundinnen und Freunden und führe sie nach dieser Zeit zum ewigen Hochzeitsmahl. Und das gewähre euch beide, der gute und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wir dürfen gerne Platz. Hier oben? Genau, da einmal unterschreiben. Ja. Und Nähe von allein.
Gott hat ein Herz für uns Menschen, so dürfen wir um unsere Bitten sagen. Ich darf Sie bitten, zu den Fürbitten dann aufzustehen. Guter Gott, wir bitten dich für Lukas und Magdalena, die heute einander das Ja-Wort gegeben haben. Begleite sie auf ihrem gemeinsamen Weg mit deiner Gnade und bewahre ihre Liebe und führe sie zum Ziel des Lebens. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Wir bitten dich für Lukas und Magdalena, dass die beiden miteinander Freude und Glück erfahren. Schenk ihnen die Gnade, Vater und Mutter zu werden und das Leben an ihre Kinder weiterzugeben und anderen Menschen Hoffnung und Hilfe zu schenken. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Vergelt den Eltern, Freunden und Verwandten alles Gute, das sie den Brautleuten bis heute erwiesen haben, und erhalte Ehrfurcht und Liebe zwischen den Generationen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Wir beten auch für Selina und Tomek Kaschewce an ihrem 64. Hochzeitstag, die heute leider nicht mitfeiern können. Bewahre ihre Liebe und führe sie einst in dein Himmelreich. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Hilf denen, die einsam und allein sind, dass sie nicht verbittern, sondern aufs Neue Gemeinschaft suchen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Erbarme dich unserer Verstorbenen und führe uns am Ende des Lebens mit ihnen zusammen in deinen himmlischen Wohnungen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Denn du, Herr Jesus Christus, begleitest uns auf unserem Lebensweg und du bist das Ziel unseres Lebens. Dir sei Lob und Dank heute und in Ewigkeit. Amen. Zur Gabenbereitung dürfen Sie gerne Platz nehmen und wir singen dann das Lied, wenn das Brot, das wir teilen. Das Brot, das wir teilen, als Große. Das Wort, das wir sprechen, als Thank you.
nah mit deiner Sorge und Liebe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Darf ich Sie bitten, zum Hochgebet und Vater unser sich zu erheben. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und das Werk deiner Liebe zu rühmen. Denn du selber hast die Ehe gestiftet. Du hast Mann und Frau durch das Band unlösbarer Gemeinschaft vereinigt, damit sie in Eintracht und Liebe miteinander leben. In deiner Weisheit ordnest du das Leben der Natur und das Leben der Gnade. Du segnest den Bund der Ehe mit Fruchtbarkeit und du rufst die Kinder, die zum irdischen Leben geboren sind, zur neuen Geburt in der Taufe durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir dich in deiner Kirche und singen mit allen Engeln und Heiligen den Lobgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen im Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Wir feiern das Geheimnis unseres Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut, und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Stephan und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen Frauen und Männern, die zum Dienst in deiner Kirche bestellt sind. Gedenke auch der neu vermählten Magdalena und Lukas. Du hast sie zusammengeführt, in ihrem Bund gesegnet. Darum erhalte sie bis ins hohe Alter in Glück und Frieden und schenke ihnen die Kinder, die sie von deiner Güte erhoffen. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die gestorben sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria und ihrem Bräutigam Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit der heiligen Brigitta und dem heiligen Franziskus, mit der heiligen Maria Magdalena und dem heiligen Lukas
und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Denn durch Christus und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Amen. Wir sind Kinder Gottes, so dürfen wir ihn unseren Vater nennen und miteinander das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus Christus hat uns seinen Frieden verheißen. Dieser Friede Gottes sei alle Zeit mit euch. Geben wir einander Zeichen seines Friedens. Lasst uns beten, Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht in diesem Brot Jesus Christus, er ist das Lamm Gottes, das die Sünde und den Tod dieser Welt hinwegnimmt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Dass zum Kommunionausteil vor dem Altar etwas eng ist oder dass das Brautpaar da sitzt, machen wir die Kommunionausteilung dann hier vorne rechts am Taufbecken. Thank you.
So lasst uns beten. Herr, unser Gott, die Kraft dieses heiligen Opfers und dieser Feier begleite die Brautleute Magdalena und Lukas auf ihrem Lebensweg. Du hast sie im Bund der Ehe vereint und ihnen das eine Brot gereicht. Stärke und entfalte ihre Liebe, damit sie immer mehr eins werden. Darum bitten wir in Christus, unseren Herrn. Amen. Ja, auf dem Liedblatt finden Sie einen Hinweis. Die Kollekte geht an die deutsche Knochenmarkspender-Datei. Als wir den Gottesdienst vorbereitet haben, war das eben meine Frage an das Brautpaar, wofür die Kollekte im Gottesdienst sein soll. So haben die beiden sich das dann gewünscht. Hinten standen, glaube ich, die Kollektentaube. Sind die schon rumgegangen oder? Nee. Also die stehen da hinten beim Ausgang. Wenn sie rausgehen, wird sie einfach irgendwann wieder draufstellen. Wenn sie einfach dann am Rausgehen dann ihre Gabe da in die Kollekte tun von der Kirchengemeinde leiten, wir das dann weiter. Herzlichen Dank für Ihre Gabe. So wollen wir Gott um seinen Segen bitten. Ich wünsche Ihnen allen noch eine schöne Hochzeitsfeier. Darf ich Sie bitten, sich zum Segen zu erheben. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Gott, der allmächtige Vater, bewahre euch beide in seiner Liebe. Und der Friede Christi wohne stets in eurem Hause. Gott segne euch und euren Kindern alle Tage eures Lebens. Er gebe euch treue Freundinnen und Freunde und den Frieden mit allen Menschen. Seid in der Welt Zeugen der göttlichen Liebe und hilfsbereit den Armen und Bedrückten, damit sie euch einst in den himmlischen Wohnungen empfangen. Und euch alle, die ihr zu dieser Feier versammelt seid, segne und behüte der gute und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn. Happy day when Jesus comes.